So, Freunde, erstmal was essen, würde ich sagen. So ein Lebkuchen hier, ne? Das ist einfach, da macht man nichts falsch. Jetzt kannst du ein Intro machen. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Man könnte ja schon fast sagen, frohe Weihnachten. Auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben wäre, wir befinden uns ja noch kurz vor Weihnachten, möchte ich dir dennoch mit diesem Video eine richtig tolle Ermutigung für deine Weihnachtszeit mitgeben. Und die ist von John Marcoma, ein Zitat aus seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit, ist jetzt auch im Deutschen erschienen. Ein wirklich tolles Buch, was ich selbst gelesen habe und ich wirklich nur empfehlen kann. Da schreibt er ein Zitat, was ich mit dir teilen möchte. Dort heißt es wie folgt: Alle großen Weisheitstraditionen der Geschichte, religiöse, säkulare, östliche und westliche, christliche und nichtchristliche, stimmen in einem Punkt überein. Wenn es eine Formel für ein glückliches Leben gibt, dann ist sie ganz einfach. Lebe im Augenblick. Jeder Augenblick ist voll von Gutem. Wenn es eine Formel für ein glückliches Leben gibt, dann ist sie ganz einfach. Lebe im Augenblick. Jeder Augenblick ist voll von Gutem. Sicherlich gibt es noch mehr Gründe oder Faktoren, ein glückliches Leben zu führen, aber in diesem einen Punkt scheinen sie sich alle einig zu sein, in diesem gemeinsamen Nenner, dass es darum manchmal geht, den Augenblick zu erleben und nicht irgendwo anders zu sein, sondern wirklich den Augenblick zu genießen. Und ich glaube, auch für Weihnachten ist das so eine besondere Botschaft, weil nur so es uns, glaube ich, auch möglich wird, die Weihnachtsgeschichte und Jesus in dieser Weihnachtsgeschichte zu begegnen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Jesus im Stress, in der Hektik, in Eile begegnet bist, aber in den meisten Fällen bin ich Jesus begegnet, wenn ich ruhig geworden bin, wenn ich den Augenblick gesehen habe, wenn ich zum Beispiel meinen Sohn gesehen habe, wie er ein Geschenk auspackt und ich dabei realisiere, wie beschenkt ich bin, um nur mal ein Beispiel zu nennen oder andere Dinge. Ich möchte dich einladen, Weihnachten diesmal bewusst zu erleben. Manchmal habe ich es erlebt, dass ich im vergangenen Jahr Bilder aus der Vergangenheit angeguckt habe, unter anderem für Weihnachten. Und ich ein Stück weit diese Vergangenheit so ein bisschen idealisiert habe und so geguckt habe, dass ich so geträumt habe von diesem Moment, wie schön der doch war, als ich ihn festgehalten habe. Und ich dann aber manchmal gezweifelt habe, habe ich wirklich diesen Moment so erlebt, wie ich ihn jetzt vielleicht hier in der Zukunft idealisiere? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Manchmal habe ich diese Tendenz in meinem Leben festgestellt und dann habe ich mir die Herausforderung gestellt, das nächste Mal und dieses Weihnachten wirklich zu sagen, ja, ich erlebe den Moment und ich genieße den Moment. Ich gucke nicht nur später rauf und sehe darin etwas Tolles, sondern ich kann gewiss sagen, ich habe diesen Moment erlebt und ich kann sagen, dass ich in diesem Moment dankbar war. Ich möchte dich dazu einladen, diese Weihnachtszeit zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, Jesus zu begegnen und vor allen Dingen den Augenblick zu genießen, innezuhalten und Gott zu danken für all das, was du in deinem Leben geschenkt bekommen hast. In diesem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer die einen sagen auf Wiedersehen und die anderen sagen Stay on Fire.